Also ich meine, dass es eine unglückliche Niederlage war. Wir haben das Problem bei einem Ergebnis von 0-1, dann das so zu beurteilen. Ich denke, wir sehen uns auf einem guten Weg von unserer Entwicklung her. Wir haben heute gegen eine Mannschaft gespielt, die sich verteidigt hat, das Ergebnis verteidigt hat, tiefstehenden Gegner, wir haben Möglichkeiten vorgefunden. Wir haben nicht immer richtige Entscheidungen getroffen. Der Wille, das Engagement, auch die Möglichkeiten waren da. Ich kann der Mannschaft so wirklich keinen Vorwurf machen. Torhüter hat ausgezeichnet reagiert bei zwei, drei Situationen. Ich war schon verwundert, dass das Foulspiel nicht gepfiffen wird. Und eine Sekunde später war ich dann nochmal ein wenig überrascht. Aber ist eben so. Die Situation war, denke ich, klar. Schiedsrichter hat einen Fehler gemacht. Aber mehr, also wirklich viel mehr möchte ich zur Schiedsrichterleistung nicht sagen, denn ich habe in den letzten Wochen mitbekommen, dass es relativ teuer wird. Es ist ganz einfach schwierig. Ich habe heute viel mehr das Problem gehabt, dass man mit den, also ich habe ja auch nur ganz kurz mit dem Schiedsrichter gesprochen, aber dann auch mit dem Assistenten versucht zu reden, und ich habe auch versucht, was heute ganz schwierig war, mit dem vierten zu sprechen, weil wenn zu einem Gespräch gehören ja zwei Personen, und wenn dann nur ich rede, dann, ja, dann ist es kein Gespräch, habe ich mir irgendwann mal sagen lassen. Und das macht es nicht einfacher, meine ich. Also ich habe dann halt schon andere Vierte gehabt, andere Assistenten gehabt, die mit der Situation gefühlt für mich jetzt, aber das wird Ihnen heute auch egal sein, aber gefühlt für mich besser umgegangen sind, und das, was uns leichter gemacht hat, dann einmal Fehlentscheidungen auch zu akzeptieren. Das war heute ein wenig schwierig, würde ich jetzt einmal sagen. Also es hätte mich besser mit der Wasserflasche unterhalten sollen. Ich habe nur, als die Torlinientechnik hochgejubelt wurde, damals schon gesagt, das ist eine wunderbare Geschichte. Wir werden es sicher so ein-, zweimal in einer Saison brauchen und dann sagen, das haben wir eh vorher gewusst. Und nebenbei bleiben hunderte Fehlentscheidungen, die genauso gravierend ein Spiel entscheiden, in welche Richtung auch immer, die bleiben unbeantwortet. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Aufgabe des Schiedsrichters ist, nachzufragen. Also ich finde, dass die Aufgabe von Andreasen es nicht ist, zum Schiedsrichter zu gehen. Das meine ich nicht, weil es eben viele Entscheidungen gegeben hat. Hätten wir heute alle grenzwertigen Entscheidungen selbst entschieden, dann hätten wir viel zu diskutieren gehabt. Hätten wir viele Unterbrechungen gehabt. Und irgendwann meine ich auch, dass die Leute, die dafür angesetzt sind, die sind deswegen da, dass sie dieses Spiel eben auch leiten. Und nicht die permanenten Nachfragen. Ja, also es ist, ich meine auch, dass man über Moral und was auch immer viel diskutieren kann. Aber heute, das war eine klare Geschichte, deswegen spricht man darüber. Aber es gibt viele Situationen, die ähnlich klar sind, wo man eben nicht darüber spricht. Und wir können die Thematik grundsätzlich natürlich aufmachen, aber ich meine, mit Andreasen sollte man das heute beenden. Also ich schätze ihn als sehr fairen Sportsmann. Auch wenn das vielleicht heute in der Situation der eine oder andere ein wenig anders interpretiert.